Moin Moin Leute, ich bin heute mal wieder am Rhein, freue ich mich echt riesig drauf, war jetzt die ganze Woche Regen, 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 der Rhein steht richtig hoch, Pegel ist bei, ich glaube, über drei, fast schon 3,5 Meter, also am Rheinstrom kann man es komplett vergessen. Ich werde jetzt mal langsam mein Zeug aufbauen und dann fange ich an, dann erkläre ich kurz so, was ich mache, aber vorher wollte ich mich noch bei euch bedanken, echt, freut mich riesig. Jeden Abonnenten, jeder, wo neu dazukommt, jeder, wo abonniert, wo liked, wo teilt. Also echt, freut mich riesig. Das wollte ich vorher mal sagen. Vielen Dank, Leute. So, ich baue auf und dann erkläre ich so. Ich habe jetzt abgelenkt. Wir liegen so bei 81 Meter. Und ja, werde wieder zu Beginn einfach mal hier mein Maismatsch, paar Maden und paar Kaster füttern. Da bin ich mal gespannt, ob wir heute was fangen. Ich denke mal, leicht wird es heute nicht. Aber egal, ich habe richtig Lust, wieder hier mal am Rhein zu angeln. Das macht einfach jedes Mal richtig Bock. Angeln tue ich heute hauptsächlich auf Brassen und Rotaugen. Aber ich sag mal, hier am Rhein, da kann sich alles das, die Made nehmen oder das Maiskörnchen. Das ist, da kann man nie genau sagen. Aber ich denke, Brassen und Rotaugen sind immer so hier der Hauptfisch, was man so fängt. Ne? So, wie gesagt, jetzt mache ich mir erstmal hier in so einen kleinen Behälter mein Maismatsch rein. So, ihr seht, da ist jetzt mehr Mais und Maden drin wie sonst was. Ups, hat sich hier vertüdelt. Na. Okay, also wie gesagt, das sind 81 Meter, ich habe gerade abgelenkt. Hoffe ich, dass ich nicht am Mikrokabel hier hängen bleibe. Ja, gerade so in der Clip. Ah, guck mal, der Storch bringt Material ins Nest, herrlich. Das ist halt auch schön hier am Rhein. Und da kommt der Nächste. Das ist halt auch schön am Rhein hier. Hier nisten die Storche, die Kraniche, immer toll, Schwäne. Kommen hier dann vorbei mit den Jungen. Herrlich. Hier am Ufer sehe ich, tun noch die Brassen laichen. Das ganze Gras hier steht unter Wasser. Es wird schwierig. Ich habe gedacht, die sind schon durch mit dem Laichen. So, nächster Wurf. Muss ein bisschen fester werfen. Ja, besser. Und der Wind kommt. Die zweite Rute, die mache ich ein bisschen näher. Die wird so auf 25, 30 Meter ausgelegt. Dann werden wir mal schauen, wo es besser klappt. Vielleicht mache ich noch eine dritte Bahn sogar, ziemlich in die Mitte, weil der Altarm hier ist aufgebaut eher wie so eine Badewanne, sage ich mal, flach. Dann wird es tiefer, tiefer, dann wird es ganz tief und auf der anderen Seite dasselbe, wird es dann wieder flacher. Boden ist hier an für sich, schön sandigen Boden haben wir hier. Sandig, steinig. Wasser ist ziemlich klar.
wie der Clip. Und schüttel aus. So, einen machen wir noch. Und dann fütter ich die kurze Bahn vor und dann melde ich mich mal, wenn ein Biss kommt. Bis gleich, Leute. So, Leute, ich habe jetzt schon die ersten 2-3 Würfe gemacht mit dem Köder. Und kann schon mal sagen, auf mich gewartet haben sie nicht, die Fische. Also das ist immer so am Rhein, das wird eine ganze Weile dauern, bis da ein paar Fische auf den Platz kommen. Erfahrungsgemäß ist es hier so, wenn sie dann kommen, dann muss man sie richtig halten. Das heißt dann immer viel, viel Lebendfutter bringen. Ne? Maden, Kaster, Wurm, Mais. Also da muss dann viel Material rein, dass die Fische auch bleiben, weil sonst ziehen die hier einfach weiter. Das ist so eine riesige Wasserfläche, die haben so viel natürliche Nahrung. Da interessiert es denen nicht, wenn da 1-2 Körbchen mit ein bisschen Futter liegt, sondern da muss richtig was rein dann. Der Zeit, wo ich jetzt noch hier auf den Biss warte, auf den ersten, erkläre ich einfach mal ganz kurz mein Material, was ich so hier habe oder was ich so immer verwende. Für die weite Distanz, so wie heute, muss ich, oh, da hinten, oh, das war ein Karpfen. Also für die weite Distanz, wie heute, 81 Meter, brauche ich was, wo ich auch rauskomme. Da habe ich hier die Preston Distance Master in 4 Meter und dazu eine Intensity Rolle in der Größe 27. Also ist schon ein Material, wo man richtig weit rauskommt. Schnur habe ich drauf, eine 10er geflochtene, und zwar die Berkley Fireline Ultra 8, Ultra Carrier 8 heißt die, glaube ich. Ich blende es mal ein. Also für mich an geflochtenen, ich habe schon viel ausprobiert. Und absolute Top-Schnur. Also ich nehme die nur noch auf allen Rollen. Die ist so glatt, man wirft richtig weit damit. Und ist auch günstiger als eine Schnur vom anderen Hersteller. Kostet nur die Hälfte. Man kriegt 300 Meter zum Preis von anderen Herstellern 150 Meter. So, Montage habe ich für die weite Distanz immer eine Helikoptermontage. Es ist ganz einfach. Ich schmeiße hier 80 Meter und da habe ich keine Lust, dass mir ständig irgendwas vertüdelt. Und mit der Helikoptermontage, da weiß ich ganz genau, wenn ich in den Clip schmeiße, die liegt sauber, da gibt es gar nichts. Da kann ich den ganzen Tag angeln und habe nicht eine Verhedderung. Also das ist schon mal meine Montage. Ja, und zum Haken und zum allem, ja, da teste ich mich halt aus. Ich fange immer etwas größer an. Mit dem 12er oder 14er und dann schaue ich. Dann gehe ich halt immer ein bisschen leichter. Ne? So, meine andere Route für die kürzere Bahn. Da habe ich hier eine Preston Supera 380 in 50 Gramm Wurfgewicht. Was soll ich zu der Route sagen? Ist eigentlich meine Allround-Route. Ich kann mit der habe ich auch schon auf 80 Meter geangelt, aber ich sag mal, 40 bis 60 Meter ist die Route einfach perfekt. Ob auf Rotaugen, Brassen, Karpfen, zum Method-Angeln, die kann man für alles nehmen. Einfach eine richtig tolle Route. Aktion, das ist Wahnsinn. Also das ist wirklich meine Lieblingsroute. Dazu habe ich eine Rolle da drauf jetzt, die Magnitude 520. Passt wunderbar. Ist nicht zu groß, aber auch nicht zu klein, sondern ist genau richtig. Schnur habe ich wie auch hier die Berkley-Schnur drauf, die Fireline. Und was ich noch mache, ist halt hier Schlagschnur. In dem Fall hier bei der kürzeren Bahn habe ich jetzt eine 24er Schlagschnur. Und bei der anderen, auf die 80 Meter, da habe ich eine 28er Schlagschnur. Oder ich glaube 27er. Im Nahbereich nehme ich gern Freilaufmontagen. Und wie gesagt, auf der Distanz immer Helikoptermontage. Schlagschnur kann ich die hier empfehlen. Maxima Chameleon. Hat eine richtig gute Dehnung.
ich glaube sogar die meiste Dehnung. Und dementsprechend schlitzen auch dann weniger Fische aus, ne? Weil die nochmal schön nachgibt. Und ich habe mit der Schlagschnur stundenlang auf die Distanz geworfen. Ich habe noch nie irgendwas gehabt, dass mal ein Abriss war oder sonst was. Aber jetzt wollen wir mal schauen, ich hole mal wieder ein. Bei der Distanz ist halt wichtig, nicht so schnell einzuholen, sonst kriegt man schnell so arisch Drall ins Vorfach und dann kann man das Vorfach wechseln. Ja, was soll ich sagen? Ich habe jetzt hier 3 Stunden lang alles probiert. Bin ganz fein gegangen, um wenigstens vielleicht noch ein paar Rotaugen zu fangen. Aber ja, es war mir klar, wo ich das schon gesehen habe, das Wasser ist so klar und die brassen Leichen noch am Ufer, dass es schwierig wird. Nichtsdestotrotz war trotzdem ein schöner Angeltag. Ich packe jetzt zusammen und fahre nochmal an eine andere Stelle, weil ich habe jetzt noch so viel Futter und so viel Maden und alles. Und dann nutze ich das aus und fahre einfach nochmal an einer anderen Stelle. Ich sag mal bis später. Ciao. Ich bin jetzt wieder soweit eingerichtet. Es war wirklich eine Katastrophe am Rhein. Also das habe ich bis jetzt noch nicht erlebt. Ich sag mal, dass man wenigstens mal ein Rotauge fängt oder ein kleiner Rapfen oder ein kleiner Barsch. Aber 3 Stunden lang ging gar nichts. Das hat dann keinen Wert gehabt. Ich habe ja gesehen, waren viele Fische da, aber halt alle am Leichen, vor den Füßen. Naja, ich habe ja hier noch mein ganzes Futter und alles und jo, machen wir uns noch ein paar schöne Stunden hier am See. Vielleicht fangen wir noch was. War windig, aber Hauptsache kein Regen diesmal. So, oh, kurz mal den Wassereimer hinstellen. So. Na gut, Leute, dann tue ich mal jetzt ein bisschen vorfüttern und wenn sich was tut, melde ich mich. Bis gleich, Leute. Es ist immer wieder krass, wirklich. Ich mache gerade die Kamera aus und sag, ich mache die nächste Route klar und es kommt der Biss. Ehrlich, unglaublich, ja. Als würden sie es wissen, wenn ich die Kamera ausmache. Oh ja, ein schöner Giebel direkt mal. Herrlich. Ja, schon abgehakt im Kescher. Oh, da stellt er die Flossen her. Das ist ein schöner Fisch. Vor allem, der ist perfekt gezeichnet. Also, da fehlt nicht eine Schuppe. Weiß und gelb, ich sag's ja. Weiß und gelb funktioniert immer. Und dann gleich der nächste drauf. Ich würde sagen, bleiben wir wieder da bei Weiß und Gelb. Wieder raus auf das Spot. So.
Gerade schnell die andere Kamera in Sicherheit gebracht, weil es jetzt anfängt zu regnen. Jetzt kommt gerade der Biss. Oh. Ich habe jetzt mal auf die Uhr geschaut. Ich habe jetzt 8 Minuten liegen lassen. Es ist immer wichtig, dass man ungefähr weiß, in was für einen Rhythmus man, wann die Bisse kommen. Ja, jetzt mache ich langsam. Es ist ganz komisch. Wieder ein Giebel. Diesmal ein bisschen größer. Und schwerer. Boah, hat der einen fetten Bauch. Den setze ich gleich zurück. Ihr seht, der ist noch voll prall gefüllt. Der soll mal in Ruhe laichen. Da ist natürlich schwer jetzt die Fische. Sag ich mal, kriegen den leicht schwer los, ne? Wenn das Wasser noch so kalt ist. So. So. Nächster Fisch. Der kämpft wirklich ganz komisch hin. Ist irgendwie quer gehakt oder so. So. Ah, Brassen. Zack.
tue mich schon mal bedanken für, bei allen Abonnenten, bei allen, wo liken, wo teilen. Ehrlich, freut mich riesig. Und sag mal vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.